Servus, die neue Reise der Wunder ist natürlich auf dem Testserver genauso am Start. Ich habe sie gerade schon gespielt. Sie ist echt verdammt einfach. Wir haben als Hauptbelohnung 10 Sternlotterkarten. Dann hier in den Kisten haben wir Gold, EP und Staub. Ein paar Embleme, ein paar Glyphen. Einmal goldene Glyphen habe ich jetzt schon eingesammelt. 100 musste ich leider, sonst wäre ich nicht weitergekommen und hätte es nicht weiter erspielen können. So, als allererstes müssen wir leider hier drauf gehen. Das nützt leider nichts. Dann legen wir jetzt hier kurz den Gegner. Übrigens ist diese Reise der Wunder wieder sehr, sehr einfach gehalten. Jo, dann müssen wir jetzt eins rüber. Und holen uns hier schnell die zwei Gegner mit dem Relikt und klopfen uns dann gleich oben weiter durch. So, wenn wir die zwei Gegner gelegt haben, das Ding einsammeln. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, entweder legt ihr den Gegner oder legt ihr nicht. Ich lege ihn. So, dann aktivieren wir noch schnell das Teil und gehen dann ab hier durch. Wir kommen jetzt nämlich auf die zweite Insel. So. Einmal Gegner legen. So, das Zeug mit einsammeln. Relikte. Und dann können wir eigentlich schon hier hinten in der Ecke auf den Gegner klicken. Theoretisch. Denn diese werden wir jetzt legen müssen. Einmal kurz die Belohnungen einsammeln. Den Gegner hier könnt ihr legen, müsst ihr nicht. Ich lege ihn. Es kann natürlich gut sein, dass wir wirklich alle Gegner legen müssen. Okay, das war jetzt Fail meinerseits. Also einmal kurz neu starten. Moment. Also macht bitte nicht den gleichen Fail wie ich. Nicht einfach stupide drumherum klicken. Lauft nach unten einfach lang. Und wir müssen als erstes nach rechts hier oben rein. Und dann legen wir den schnell. Musste gerade extra nochmal neu spielen. Denn ihr habt ja gesehen, das war ein bisschen Fail. Wie gesagt, am besten hier an der Ecke unten lang laufen. Jetzt ist es egal. Wir müssen wirklich nicht alle Gegner besiegen. Und ja, den müssen wir jetzt leider besiegen. So, dann klicken wir einmal schnell auf die Kiste drauf. Die ersten 5 Sterne der Karten und ab auf Map Nummer 3. Den Gegner müssen wir wieder legen. Auf der Map ist es jetzt ein klein wenig tricky. Ihr seht schon mit den Laserstrahlen, wir gehen als erstes nach links und legen den Gegner hier. So, dann aktivieren wir das. Damit ist nämlich der erste blaue Laser weg. Den zweiten müssen wir theoretisch nicht mehr machen. Einmal einsammeln. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr links oder rechts rumgehen wollt, wie ihr wollt. So, dann machen wir erst den hier oben. Nehmen wir Kritschaden mit. Portale müssen wir nicht mehr aktivieren. Das reicht so vollkommen zu. Und wir kommen durch. Denn wir gehen jetzt einfach hier über die Mitte. Bei dem Gegner hier müsst ihr ein bisschen vorsichtig machen. Haltet am besten die Pausetaste griffbereit, denn ihr habt eine Lucretia mit drin. Und wenn alle anderen Teammitglieder vorher sterben, wird sie euch leider ausradieren. So, dann können wir den hier oben machen. So. Falls euch die Gegner hier oben etwas zu schwer werden, könnt ihr theoretisch gesehen jetzt hier drauf gehen, dann blockt der Laser den blauen Strahl. Habt aber dann allerdings das Problem, dass ihr nicht mehr hier reinkommt, über diese kleine Ecke hier so, da auf den Gegner. Deswegen lassen wir das und wir kämpfen uns hier oben durch. So, es reicht vom Prinzip zu, dass wir die zwei gelegt haben, denn jetzt können wir einmal hier runter gehen, noch kurz abluten und dann können wir direkt zum Endboss. Also wir können den einen stehen lassen. Da das recht viele Toran-Teams sind, empfehle ich euch, Ezis mitzunehmen. Oder ihr macht es alternativ dann mit Ains. Aber mit Ezis klappt es halt echt auch sehr, sehr gut. Da wir das jetzt so gespielt haben, können wir den einen Gegner stehen lassen. Solltet ihr das andersrum gespielt haben, dann ist auf der Schiene, wo ich jetzt gerade stehe, der Laser. Dann müssen wir alle legen. Somit kann ich jetzt direkt zum Boss. So, geschafft. Die quatschen jetzt noch ein bisschen. Wir holen uns die letzte Belohnung. Damit ist die Reise der Wunder zu 100% abgeschlossen. Ich wünsche euch maximale Erfolge. Einen Dreierpull. Ich gönn's euch.
Vielleicht sogar noch mit den 30.000 Dias zusammen. Wäre natürlich extrem nice. Schreibt mir das gerne. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video, in dem nächsten Livestream. Und bis dahin einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.